1933, bin jetzt also 90 Jahre alt, fühle mich jetzt hier bei Biotonic im Besonderen sehr wohl, weil ich ja gerade die Produktion gesehen habe und bin beruhigt, dass ich über viele Jahre, seit 2015 habe ich das Gerät, dass ich da jetzt zusammenfassend schon sagen kann, hoch zu viel. Ich merke gar nicht, dass ich den Herzschrittmacher habe. Ich fühle mich auch in keinster Weise irgendwie eingeschränkt, körperlich, überhaupt nicht mehr heute. Das war natürlich in den ersten Monaten etwas anders, ja, weil das, wie gesagt, wie ich es erwähnt habe, ja ein gewisser Fremdkörper war. Aber heute merke ich das gar nicht mehr, dass das Ding da drin sitzt. Ich sage jetzt bewusst das Ding. Ja, ich mache natürlich, jetzt muss ich etwas übertreiben, nach wie vor jeden Tag Sport, morgens ein bisschen Gymnastik, also das gehört zu meinem Leben dazu. Zurzeit bin ich immer noch ein bisschen eingeschränkt. Ich bin vor 2 Jahren an der rechten Hüfte operiert worden und bin natürlich noch nicht da, wo ich wieder hin möchte. Da werde ich auch nicht wieder hinkommen. Aber ich mache jetzt, und wenn ich das so am Rande sagen darf, immerhin wieder mein Sportabzeichen. Ich habe 1951 zum ersten Mal mein Sportabzeichen gemacht mit 18 Jahren. Jugendsportabzeichen. Das Jahr darauf, 1952, dann das ist mein Männersportabzeichen. Damals musste ich noch 10.000 Meter laufen. Das kann ich heute mit 90 Jahren auch. Und bin jetzt doch eigentlich beeindruckt, dass man in diesen Jahren mal jemanden selbst sehen kann und halt auch mal so miteinander redet. Also wie er damit jetzt umgeht, mit diesem Ding, wie er dazu sagt. Ja, also ich finde das schon beeindruckend. Das ist, wäre schön, wenn man öfter mal so eine Gelegenheit bekäme. Also super, danke, dass Sie also in dieser Produktion beschäftigt sind und weiter dran an der weiteren technischen Entwicklung mithelfen können, dürfen, dass auch diesbezüglich das für unsere Gesundheit insgesamt gesehen weiter positiv vorangeht. Ne? Also da kann ich auch nur sagen, schönen Dank. Ja. Gerne.